Prayer Session. Prayer Worship Community. Wir sind kurz vor Weihnachten und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wo du ein kleines Kind warst. So, die Woche vor Weihnachten war gefühlt ein Monat lang und die Adventszeit gefühlt das ganze Jahr. So, jeden Morgen bin ich aufgestanden, im Adventskalender die Türe aufgemacht und der Monat bis Weihnachten hat sich ewig hingezogen. Man musste einfach so lange warten, bis Weihnachten war. Und heute geht es tatsächlich um das Warten. Und wenn wir uns so ein bisschen mehr überlegen, denke ich, ist so Warten nicht nur vor Weihnachten als Kind so was ganz Zentrales, sondern tatsächlich in unserem alltäglichen Leben. Vielleicht jetzt in diesem Jahr wartest du ewig, bis 2020 endlich rum ist. Gesagt, 14 Tage und ungefähr 5 Stunden ist 2020 rum. Corona wahrscheinlich nicht, aber auf das warten wir auch alle, dass das endlich rum ist. Aber eigentlich sind wir Christen, sollten die Profis sein, fast im Warten, weil, wenn man es genau nimmt, wir warten schon seit über 2000 Jahren, dass Jesus wiederkommt. Wir beten und wir warten auf die Gebetsanhörung. Wir warten immer, bis irgendwas passiert. Und genau. So ist mein heutiges Thema. Okay, ich mache alles ohne PowerPoint heute. Lädt bitte erwarten. Und genau, ich sage immer zu denen, wo Input geben, hey, sprecht über euer Lieblingsthema. Und jetzt komme ich mit dem Warten. Das ist sicher nicht mein Lieblingsthema. Und eine kleine Story, ich war am Wochenende beim Beichter und es war so eine Kapelle, wo es keine so klare Reihenfolge gab, wer drankommt. Und ich bin so als Dritter reingekommen und dann wusste ich, aha, die zwei Leute sind vor mir. Und das hat eigentlich gut funktioniert, bis Leute gekommen sind, wo das System nicht so checkt hat. Und dann sind die immer so vordrängelt und irgendwann innerlich war ich leicht genervt und wollte schon so reingegangen und sage, hey, vergiss nicht zum Beichten, dass du die gerade vor mir drängelt hast. Hab's dann, aber Gott sei Dank, lass das schon, stirbt die wahrscheinlich nicht mehr da kommen. Aber in dieser Situation ist mir eigentlich eins vor allem klar geworden, in der Zeit, wo ich warten musste, konnte ich mich darauf vorbereiten. In dem Fall klar aufs Beichten. Aber so ist eigentlich, würde ich behaupten, in unserem Leben immer, dass wenn wir warten, können wir die Zeit auf jeden Fall nutzen, um uns gut auf irgendwas vorzubereiten. Ob das jetzt auf Beichte ist oder auf was auch immer. Von dem her, das Thema lädt bitte erwarten, sollte eigentlich dran standen. Du kannst die nächste Folie gleich reinhauen. Genau, und ich denke, jeden nervt das, wenn wir das am Handy sehen, aber eigentlich steckt da fast eine Wahrheit drin, weil wenn es lädt, also wenn du warten musst, lädt es ja. Also es geht eigentlich was voran. Das Video wird im Hintergrund vorbereitet und so war mir eigentlich im Hintergrund auch vorbereitet, wenn wir wartet. Ich glaube, ich kann mir vielleicht an so einem Bild, was man fast jeden Tag sieht, wenn man hier in Deutschland mit unserem E-Netz rumkämpft, genau, jeden Tag vielleicht ein bisschen vor Augen führen. Und da können wir zum Beispiel bei Jesus sehen, 30 Jahre hat er eigentlich gewartet. Er blieb, er hat sich vorbereitet. Das ist die eine Zeit und dann gibt es die andere Zeit des Wirkens, des Gebens. Aber beide sind wichtig. Also vor Pfingsten, vor der Heilige Geist so ausgesendet wird, sagt auch Jesus, wartet, bleibt. Also es sind beide Zeiten wichtig. Und jetzt vor Weihnachten, weil wir eben gerade in so einer wartenden Zeit sind, möchte ich mehr ein bisschen auf das Warten eingehen. Und eigentlich wollte ich nur die Bibelstelle Kohelet 3 bringen. Da heißt, alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Und dann wird eben Zeit des Lachens, Zeit des Weins, Zeit des Bauens, Zeit des Abreißens. So, also alles hat seine Zeit und jede Zeit ist wichtig. Was vielleicht gut ist, wenn ihr warten müsstet, ist die Gewissheit, dass es Verheißungen gibt von Gott. Also ganz klar, jetzt vor Weihnachten, wenn du am Sonntag in der Messe warst, die Lesung gehört hast, dann hast du zum Beispiel gehört, er hat mich gesandt, um den Armen die frohe Botschaft zu bringen, um zu heilen, gebrochene Herzen zu heilen, um den Gefangenen Freilassung auszurufen, und die Befreiung der Gefangenen.
Genau, also Gott gibt immer so Zusage. Das ist immer gut, vielleicht, also in der Bibel, wenn du mal Verheißung zum Beispiel bei Bibelserver oder eingibst, es gibt extrem viele Bibelstellen mit Verheißung. Und wenn jetzt Verheißung nicht so das geläufige Wort ist, das du täglich verwendest, habe ich mal Synonym gesucht. Und jetzt muss ich gerade selber gucken. Genau, Verheißung kannst du auch sagen, ist eine Ankündigung, ist eine Zusage, ist ein Versprecher oder etwas erwarten lassen oder hoffen lassen. Und genau das darf ich mir jetzt auch vor Weihnachten üben, so nicht nur warten, sondern auch das freudige Warten. Wenn wir ein guter Gott, wir warten nicht auf irgendwas Schlechtes, wir warten auf was Gutes. Also dürfen wir tatsächlich vor Weihnachten jetzt auch wirklich eine freudige Erwartung einüben. Und genau, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, ihr kennt die ganze Sache, Licht ins Dunkle bringen, Kranke heilen, uns Freiheit senden, unsere Identität, unseren Wert geben. Das alles ist eine persönliche Zusage. Das war nicht irgendwas, was mal sehr weit weg war, sondern das ist auch jetzt alltäglich immer die Zusage von Gott an uns. Das Gute an der Verheißung ist, die ist eigentlich gut. Das Schlechte ist, man muss oft darauf warten. Und es gibt, jetzt wollen wir noch geschwind, zwei Personen in der Bibel anschauen, die warten mussten und wo Gott auch die Verheißung erfüllt hat. Und dann gehen wir zu Hebräer 6,15. Genau, so erlangte Abraham durch seine Ausdauer das Verheißene. Und genau, wenn du jetzt so ein Church-Kind bist, immer in der Kirche warst, dann denkst du, okay, ja, Abraham hat das Verheißene erlangt, aber ihm ist das sicher nicht so arg gleichgefallen. Die Verheißung kennt bestimmt die meiste. Ist so, Abraham ist ziemlich alt, er ist 99, seine Frau ist 90 und dann sagt Gott zu ihm, hey, du wirst Vater einer ganzen Nation. Und er sagt, da gibt es dann die Stelle, 1. Mose 17,17, die Habiterfolie, da fiel Abraham auf sein Gesicht und lachte. Also er konnte selber nicht glauben, dass Gott nur so etwas Großes mit ihm vorhat, aber Gott hat diese Verheißung gesetzt und er musste einfach theoretisch eigentlich nur darauf warten. Abraham hat es dann auf jeden Fall geglaubt, aber er musste sehr lange darauf warten und er hat dann probiert, eine Abkürzung zu nehmen. Er hat dann mit einer Magd erst ein Kind gekriegt, aber ja, Abkürzer ist in dem Fall nicht gegangen. Später hat er mit seiner Frau nur einen Sohn gekriegt. Und ich denke, uns sind solche Leute vielleicht sympathisch, wenn wir immer denken, boah, Abraham, irgendein großer Heiliger, hat dann auch gesagt, okay, ihm ist das Warten tatsächlich auch schwer gefallen. Und ich denke, aus der Geschichte von Abraham, ich habe es jetzt nur in der Kurzfassung erzählt, weil meine Zeit hier vorne läuft ab, könnt die Geschichte gern mal in der Bibel nachlesen. Aber ich glaube, so ein Learning draus ist, dass wir unsere Erwartungen nicht runtersetzen dürfen. Also wenn Gott eine Verheißung gibt, die ist zwar groß und manchmal können wir es nicht glauben, aber das heißt trotzdem nicht, dass wir sie auf unsere menschliche Größe oder auf unseren menschlichen Verstand runterkomprimieren müssen. Die Verheißung kommt von Gott und er verspricht sich da etwas. Dann vergiss auch Gottes Zusage nicht, weil oft ist es so, wenn man lange darauf wartet, dann vergisst man es. Vielleicht eine kleine Story von mir, was ungefähr damit zum Tor hat. Ich hatte im April ein Vorstellungsgespräch übers Telefon, weil ich gerade im Praxissemester bin, und das war mein Geburtstag, morgens um 9. Und ich habe parallel auch gerade noch Vorlesung gehabt, also auch Online-Vorlesung. Und dann sitze ich am Schreibtisch, Jogginghose, Bewerbungsgespräch und Online-Vorlesung gleichzeitig. Und auf einmal höre ich so Tür hoch, so Treppe hochrennen, so Schritte, Schritte, Schritte. Und dann Markus rennt so voll ins Zimmer rein und will so Happy Birthday, Michi, irgendwas sagen. Und ich gerade im Vorstellungsgespräch und ich so, oh, Markus, passt. War eigentlich eine ziemlich witzige Aktion,
Nur das Problem war, an der Stelle, wo der Markus so crashed ist, hat die gesagt, ja, wir meldet uns morgen oder übermorgen zum Zusage oder ja, genaue Infos noch geben. Auf jeden Fall habe ich gewartet, haben die sich jetzt gemeldet, nächste Woche nochmal 3 Tage und dann irgendwann bin ich drauf gekommen. Habe ich mich gerade verhört und war mir echt nicht mehr sicher. Aber sie haben sich Gott sei Dank dann noch gemeldet, bin jetzt im Praxissemester und habe mich dann nicht verhört. Aber irgendwann, durch das lange Warten, war ich mir selber unsicher, hat die das jetzt wirklich gesagt oder habe ich das nur falsch verstanden? Und so kann es uns vielleicht bei Gottes Zusage auch immer gehen, dass wir durch das Warten lange einfach mal vergessen oder einfach dran zweifeln. Dann eine komplett andere Geschichte. König David ist der meiste im Begriff. Als er zum König gesalbt wurde, kam Samuel, salbt ihn zum König. Was passiert? Gar nichts. Er musste nur mal 15 Jahre darauf warten, weil für mich ist das immer so, wenn ich das in der Bibel lese, denke ich, fällt hier ein Kapitel oder so. Warum wird er jetzt Waffenträger vom Vorherigen oder jetzt noch, oder der König, wo gerade noch an der Macht ist? So, da denke ich mir, da fällt was. Vielleicht ist das ein bisschen zu demokratisch gedacht, wenn man gesagt wird, dass man direkt eingesetzt wird. Aber was er macht, ist eigentlich genau das Richtige. Er verzweifelt halt in dem Warten oder so, sondern er nutzt die Zeit gut. Er hat sich eigentlich auf den ganzen Job, was später kommt, gut vorbereitet. Er war einfach im Kleinen treu, gerade mit dem Schafehüten. Zwischendurch hat er noch Goliath platt gemacht, solche Sachen. Er hat jetzt nicht die Zeit irgendwie verschwendet und ist nur da geguckt und hat jetzt einfach gewartet. In 15 Jahren war er König. Nee, er hat sich so auch so Leiterqualitäten angeeignet und die Zeit nicht irgendwie vergeudet. Gut, jetzt noch das kurz zusammengefasst in der Theorie. In der Theorie ist so, Gott gibt Verheißungen. Ich denke, viele Verheißungen kennt ihr oder einfach Zusage, die steht in der Bibel. Wenn du da wenig kennst oder manchmal in einer Situation bist, ist immer gut, schau in die Bibel rein. Es gibt viele Verheißungen. Dann daran glauben, sehr wichtig. Dann gibt es noch vielleicht Bedingungen für eine Verheißung. Zum Beispiel, es gibt die Bibelstelle, wer bittet, der wird erhalten, wer anklopft, dem wird aufgetan. Vielleicht gibt es eine Bedingung davor. Also wenn du irgendwas betest, was einfach nicht gut für dich selber ist, kannst du so lange dafür beten, so wird wahrscheinlich nicht passieren. Von dem her gibt es auch eine Bedingung an manche Zusage. Und dann kommt das Warten. Und jetzt im letzten Punkt möchte ich kurz auf das Warten eingehen. Wie du die Zeit, wenn du warten musst, gut nutzen kannst. Das Erste, geh in die Anbetung. Anbetung ist nie verschwendete Zeit. Du bist bei Gott, Gott ist würdig. Hat noch, aber nicht nur, dass Gott würdig ist, es hat noch gute Nebeneffekte. Bei der Anbetung ist so, wenn du mit Gott verbunden bist, bleibst du auch in deiner Verheißung und seine Versprechen verbunden. Also das Vergessen fällt raus. Mutlosigkeit fällt raus. Wir halten unseren Blick auf das, was wirklich wichtig ist. Das ist in dem Fall Jesus und die Zusage. Kann man vielleicht vergleichen mit der Bibelstelle, wo Petrus übers Wasser geht und Jesus kommt entgegen. Petrus ist schon im Boot. Er steigt aus und es klappt relativ lange. Aber nur solange Petrus immer zu Jesus schaut. Und sobald er den Blick abwendet von Jesus, geht er unter. Und so ist auch mit unserem Leben allgemein, mit dem Gebetsleben, glaube ich, sollte man einfach den Blick auf Jesus behalten. Genau. Und in der Anbetung bereitet mir auch, vor allem jetzt vor Weihnachten, unser Herz für Jesus vor. Klar, man kann das jetzt mit der Krippe vergleichen. Im Optimalfall, wenn hier am Samstag Krippe aufgebaut wird, liegt noch kein Jesuskind drin. So ist jetzt gerade vor Weihnachten unser Job, unser Herz quasi wie die Krippe vorzubereiten, dass wenn dann Weihnachten ist, dass Jesus in unser Herz kommen kann, in unser Leben.
Dann auch ein wichtiger Punkt ist die Stille. Einfach mal zuhören. Wir fragen oft, aber nehmen uns nicht die Zeit, irgendwie die Antwort abzuwarten. Ich denke, viele kennen das so, fast schon nervige Gespräche, wenn du mit jemandem sprichst, der fragt so, und wie war der Wochenende? Und dann willst du gerade so sagen, ja, es war, und der so, ja, ich war da und da und da. Und du kommst nie zum Antworten. Und so kann es oft bei uns auch sein, dass wir zwar fragen, aber nie die Antwort abwartet. Und genau, in der Bibel gibt es oft auch die Stelle, wo die Leute öfter in die Wüste gegangen, stille Hand, um sich mit Gott zu connecten. Dann einfach der Glaube und das Vertrauen. Also wir dürfen uns da wirklich in die freudige Erwartung so einklinken, mit der Gewissheit, dass wir einen guten Gott haben, der gute Verheißungen und gute Pläne mit uns hat. Dann, sehr wichtiger Punkt, wir müssen wirklich standhaft bleiben, auch kämpfen. Das ist wirklich so eine Wartezeit, da wird auch unser Glaube wirklich auch geprobt manchmal. Und ja, einfach können Rückzug antreten. Ich denke, wenn man jetzt die Hirte anschaut, die hatte einen ziemlich kurzen Weg zur Krippe nach Bethlehem. Die drei Könige, die hatten einen echt langen Weg. Von dem her, manchmal musst du relativ kurz warten, und das ist gut. Aber manchmal hast du einen echt langen Weg. Aber auch der ist machbar. Und genau, von dem her, auch den, jetzt kommt wieder Weihnachtsbeispiel, der Stern über Bethlehem, der führt ja direkt zu Jesus, und so sind die Zusagen auch, die führen direkt zu Jesus und kommen direkt von Jesus. Und dann der letzte Punkt, kein Stand-by-Modus, da müsst ihr einfach an David denken. Er hat eine große Verheißung gehabt, er hat auch die Zusage gehabt, aber er musste ewig darauf warten, aber er hat die Zeit gut genutzt. Er hat sich eigentlich auf den Job vorbereitet, und so können wir uns jetzt auch vorbereiten. Vielleicht wird dieses Jahr das beste Weihnachten, wenn wir wieder einen Lockdown haben. Jetzt hätten wir theoretisch extrem viel Zeit. Und genau, so lade ich jetzt wirklich ein, die Zeit vor Weihnachten gut zu nutzen und einfach auch die Verheißungen, die Jesus uns gibt, die Zusage, wirklich ernst zu nehmen, und wenn das nächste Mal wirklich so eine Wartezeit, Probezeit kommt, einfach mit der Sicherheit nachgehen, hey, ich habe einen guten Gott, der gibt gute Verheißungen, und die werde ich eintreffen. Und in der Zwischenzeit, in der es neu zu weit ist, wird er mich darauf vorbereiten. Und so möchte ich jetzt mit einem kurzen Gebet abschließen. Jesus, ich möchte danken, dass du so große Pläne mit uns hast, die oft unser Denken komplett übersteigen. Ich möchte dir danken, dass du so groß von uns denkst und uns das Große nicht vorenthältst. Ich bete, dass, wenn wir in einer Wartezeit sind, dass wir wirklich unsere Augen auf dich ausrichten, und jetzt besonders vor Weihnachten uns auf dein Kommen vorbereitet, dass du in unser Leben kommst, die Führung in unserem Leben nimmst und unser Leben veränderst. Jesus, komm du, wir möchten unsere Herzen für dich öffnen. Sprich du persönlich jetzt in der Anbetung zu uns und sei uns nahe.